Eine Handvoll latent gewaltbereiter Kiezkollegen und ohrenbetäubende Rock'n'Roll-Kapellen geben sich im Keller eines maroden Hamburger Kaufhauses ein brachiales Stelldichein. So viel zu den Rahmenbedingungen dieser nicht ganz so ernst gemeinten Fighter-Fete. Herzlich willkommen beim Vorgegaukelte Gewalt, echtes Bier und, naja, nicht ganz so prickelnde Erotik. Für Letzteres sorgte das Olsen-Syndrom. Trotz des steigenden Erfolges catcht hier der Chef noch selbst. Mr. Bumblebee heißt mit bürgerlichem Namen Buster Rübsam, ist der Initiator von Rock and Wrestling und eigentlich Kneipier auf St. Pauli. Einfach am Geburtstag von mir und einem Freund zusammengelegt und wir wollten irgendwie eine gute Party-Idee haben. Also wir dachten, wir bauen uns einen Ring und hauen uns ein bisschen so locker auf die Fresse, dass das ganz gut aussieht. Und das ist dann so gut angekommen, dass wir 3 Monate später halt so versucht haben, ein bisschen professioneller so eine Party dann instand zu setzen. Und diese Partyidee geht inzwischen in die 6. Runde. Das ist eine Geschichte, die im Hinterhof einer Kneipe geboren ist und immer größer wird, ohne die Wurzeln zu verlieren. Okay. Die Brutalität, muss das sein? Oh, das hat überhaupt nichts mit Brutalität zu tun. Bier und Blut spritzt, das ist normal. Das ist ganz normal, ja, allerdings. Blut und Gerstensaft dürfen also genauso wenig fehlen wie der alljährliche Publikumspreis. Und den bekam kein geringerer als Jesus höchstpersönlich. Kein Wunder, ist er doch in göttlicher Mission unterwegs. Die Welt, die Nation, der Titel, das ist mir alles egal. Das Einzige, was ich brauche, ist sein Wort. Ich verkünde es und irgendwann wird er Blut auf mich regnen lassen. Und das ist das Zeichen, dass ich genug Blut vergossen habe. Denn die Gewalt ist das, was uns Gott aufgetragen hat. Und das ist es, was ich für das Rest meines Lebens verkünde. Wie schon vor ewigen Zeiten schafft er es auch heute noch, die Massen zu begeistern. Was war voll geil, ey. Jesus hat den anderen voll fertig gemacht, den grünen Bastard, ey. Ja, ich hab voll das Blut abgekriegt, hat auf meine Brille gespritzt, war echt geil. Gewalt und Liebe, Hass und Freude können beim Wrestling nah beieinander liegen. Ich habe die Mädchen aus dem Ring geworfen, das Publikum hat uns mitgetragen. Es ist immer erstaunlich, dass so viele an die Liebe glauben, auch wenn es so heiß ist hier unten. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, es war ganz brutal und ganz gut, ja. Der nächste junge Mann haut zwar lieber Essen in die Pfanne als anderen aufs Maul, aber auch er ist voller Begeisterung für diese Veranstaltung. Sensationell, großes Kino. Ich war auf zigtausend Veranstaltungen schon in meinem Leben. Bin großer Eventfreund, gerade solche Veranstaltungen. Und das ist mit Abstand das Geilste, was ich je gesehen habe. Fantasievoll, das ist wirklich Rock'n'Roll pur. Das ist einfach nur geil. Wirklich geil. Danke, Tim. Recht hast du. Hoffentlich bis 2009, wenn es wieder heißt. Rocket!